In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Nabenservice inklusive Lagertausch bei deiner Acros 19 Vorderrad- und Hinterradnabe durchführst. Hi, ich bin Marian von Acros und ich zeige dir unseren Nabenservice anhand unserer 19 Enduro Boost Naben. Die Naben sind identisch aufgebaut wie alle anderen 19 Naben und die Arbeitsschritte sind dieselben. Bevor wir mit dem Auseinanderbauen beginnen, gibt es noch einige Hinweise zu beachten. Das Fett dient der Schmierung und verlängert die Lebensdauer deiner Naben. Durch Witterungsumstände, das Reinigen des Bikes oder die allgemeine Nutzung kann sich das Fett verflüchtigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, in bestimmten Abständen einen Nabenservice durchzuführen. Wichtig ist, dass du ausschließlich unser No-Ketchup-Nabenfett verwendest. Und wenn deine Lager rau laufen oder ausgeschlagen sind, findest du die passende Lagerspezifikation unten in der Videobeschreibung. Später bekommst du von uns auch noch einen Hinweis, wie du deine Lautstärke in der Nabe einstellst. Für den Nabenservice benötigst du zwei 17er Gabelschlüssel, einen Torx 6, No-Ketchup Nabenfett, einen Föhn, einen Hammer mit einem Ausschläger, die neuen Lager und das passende DIY-Nabenlagerwerkzeug. Zusätzlich benötigst du Reinigungsequipment und das passende Werkzeug zur Demontage deiner Kassette, der Bremsscheiben und der Steckachsen. Im ersten Schritt bauen wir das vordere Laufrad aus der Gabel aus und demontieren die Bremsscheibe. Jetzt löst du mit dem 6er Torx das Nabeneinstellsystem und hältst dann mit dem 17er Gabelschlüssel die Endkappe auf der Nicht-Antriebsseite fest und löst die Endkappe auf der Antriebsseite. Ist die Endkappe gelöst, kannst du die Achse auf der Nicht-Antriebsseite herausziehen. Dann entnimmst du noch die Dichtung von deinem Lager und steckst sie wieder auf die Achse mit der metallischen Seite nach außen. Um festzustellen, ob deine Lager rau laufen, wischst du einmal über die Oberfläche und bewegst dann den inneren Lagerring mit deinem Finger hin und her. Wenn deine Lager sauber laufen, kannst du direkt zum Kapitel Einbau springen. Ansonsten beginnen wir jetzt mit dem Ausföhnen der Nabenlager. Vorsicht! Durch das Föhnen werden die Bauteile extrem heiß. Lasse sie deshalb etwas abkühlen und ruhen, bevor du sie anfasst. Je nach Föhn dauert es ungefähr 45 Sekunden. Bis du die Lager mit dem Austreiber aus der Nabe herausschieben kannst. Bevor du die neuen Lager einpresst, reinigst du die Lagersitze und setzt dann ein Lager mit der roten Seite nach außen auf das Einpresstool. Dann montierst du das DIY-Tool auf der Nicht-Antriebsseite und setzt das Gegenstück auf der Antriebsseite auf. Jetzt hältst du die Flügelmutter auf der Nicht-Antriebsseite fest und drehst die Flügelmutter auf der Antriebsseite vorsichtig rein. Das Lager ist eingepresst, wenn die Flügelmutter auf Block geht. Dann drehst du die Flügelmutter wieder auf, steckst das zweite Lager mit der roten Seite nach außen auf den Adapter und montierst dann das DIY-Tool erneut in der Nabe. Jetzt wird die Flügelmutter auf der Nicht-Antriebsseite reingedreht und die Flügelmutter auf der Antriebsseite festgehalten. Das Lager ist eingepresst, wenn die Flügelmutter auf Block geht. Entferne das DIY-Tool und fette die Außenflächen deiner Lager mit etwas Nabenfett ein. Bevor du die Achse montierst, reinigst du sie, fettest sie und achtest darauf, dass das Nabeneinstellsystem bündig ineinander sitzt. Dann steckst du die Achse von der Nicht-Antriebsseite durch den Nabenkörper hindurch und drehst auf der Antriebsseite die Endkappe an und ziehst sie dann mit den 17er Gabelschlüsseln 6 Newtonmeter, also handfest, an. Jetzt baust du dein Laufrad in die Gabel ein, gibst etwas Vorspannung auf das Nabeneinstellsystem, überprüfst dann, ob das Laufrad noch seitliches Spiel aufweist und drehst dann gegebenenfalls die Einstellschraube um eine Umdrehung weiter hinein. Ist das Laufrad spielfrei, kannst du es wieder aus der Gabel ausbauen und die Bremsscheibe nach Herstellerangabe montieren. Ist die Bremsscheibe montiert, kannst du das Laufrad wieder in die Gabel einbauen und die Steckachse nach Herstellerangabe festziehen. Für den Nabenservice am Hinterrad bauen wir das Hinterrad aus dem Rahmen aus. Achte darauf, dass die Kette auf dem kleinsten Ritzel ist, das Schaltwerk entspannt ist und dann die Steckachse mit dem passenden Werkzeug gelöst wird.
Im nächsten Schritt wird die Bremsscheibe und die Kassette nach Herstellerangabe demontiert. Jetzt löst du das Nabeneinstellsystem, setzt den 17er Gabelschlüssel an der Endkappe auf der Nichtantriebsseite an und drehst dann die Endkappe auf der Antriebsseite auf. Nehme jetzt die Endkappe ab, demontiere den Freilaufkörper inklusive der Zahnscheibe und des silbernen Distanzspacers und ziehe dann die Achse auf der Nichtantriebsseite aus dem Nabenkörper heraus. Infos, wie du deinen Freilauf servest oder die Lager austauscht, findest du unten in der Videobeschreibung. Erhitze die Nabe mit dem Föhn ungefähr 45 Sekunden lang und schiebe dann mit dem Ausschläger die Lager aus dem Nabenkörper heraus. Sollten die Lager etwas fester im Nabenkörper sitzen, nimmst du den Hammer zur Hilfe und schlägst dann mit dem Ausschläger über den Außenring an unterschiedlichen Stellen die Lager heraus. Vorsicht! Durch das Föhnen werden die Bauteile extrem heiß. Lasse sie deshalb etwas abkühlen und ruhen, bevor du sie anfasst. Jetzt reinigst du die Lagersitze und steckst dann das erste Lager auf das DIY-Tool auf, mit der roten Seite nach außen. Dann schiebst du das DIY-Tool von der Antriebsseite durch den Nabenkörper hindurch. Jetzt hältst du die Flügelmutter auf der Antriebsseite fest, steckst das Gegenstück in den Nabenkörper und drehst die Flügelmutter auf der Nicht-Antriebsseite an. Geht die Flügelmutter auf Block, ist das erste Lager vollständig montiert. Jetzt steckst du das zweite Lager mit der roten Seite nach außen auf den Adapter der Nichtantriebsseite und fixierst den Adapter mit der Flügelmutter. Jetzt hältst du die Flügelmutter auf der Nichtantriebsseite fest und drehst die Flügelmutter auf der Antriebsseite an. Geht die Flügelmutter auf Block, ist das zweite Lager vollständig montiert und du kannst das DIY-Tool aus dem Nabenkörper herausnehmen. Für den Einbau reinigst du alle Bauteile und fettest dann die Außenseite deiner Lager und die Nabenblume ein. Bevor du die Achse erneut im Nabenkörper montierst, achte darauf, dass das Nabeneinstellsystem bündig ineinander sitzt. Nehme dann die Dichtung und schiebe sie auf die Achse mit der metallischen Seite nach außen gerichtet. Fette die Achse dann ein, schiebe sie von der Nichtantriebsseite durch den Nabenkörper hindurch und montiere dann den silbernen Distanzspacer. Trage jetzt etwas Fett auf die Zahnscheibe und den Freilaufkörper auf. Im Nabenkörper befinden sich an drei Stellen drei unterschiedliche Vertiefungen. Achte darauf, dass jede Feder in einer der Vertiefungen sitzt. Die kleinste Vertiefung ist dabei für die lauteste Lautstärke und die größte Vertiefung für die leiseste Lautstärke. Ist die Zahnscheibe in den dafür vorgesehenen Kerben, kannst du den Freilaufkörper und die Endkappe montieren. Jetzt hältst du die Endkappe der Nichtantriebsseite mit dem 17er Gabelschlüssel fest und ziehst dann die Endkappe der Antriebsseite mit dem anderen Gabelschlüssel mit 6 Newtonmeter, also handfest, an. Im nächsten Schritt baust du das Laufrad wieder im Rahmen ein und gibst etwas Vorspannung auf das Nabeneinstellsystem. Solltest du dann noch seitliches Spiel im Laufrad feststellen, drehst du die Madenschraube des Nabeneinstellsystems so weit hinein, bis kein Spiel mehr feststellbar ist. Ist die Nabe eingestellt, nehmen wir das Laufrad wieder aus dem Rahmen heraus, reinigen und fetten den Freilauf, montieren die Kassette und die Bremsscheibe nach Herstellerangabe und fertig ist der Nabenservice. Überprüfe das Lagerspiel nach den ersten zwei Rides und wundere dich nicht, wenn deine Hinterradnabe noch etwas lauter wird, da sich das Fett im Freilauf verteilt.